Im Reich nördlich der Alpen versuchte Friedrich I. seine Güter zu arrondieren. Der Burgbau erlebte eine Blüte. Gerade Pfalzen wurden nun zu repräsentativen Bauten. Von innen aus wurde gerade in Abwesenheit des Kaisers das Land verwaltet. Politisch versuchte er, die Welfen zurückzudrängen. 1176 bat er mit dem Kniefall in Chiavenna Heinrich den Löwen um Truppenhilfe, doch dieser lehnte ab. Daraufhin wollte er die Welfen in Italien und Schwaben zurückdrängen. Bayern und Sachsen blieben vorerst unangetastet. Allerdings verhielt sich Heinrich der Löwe in Norddeutschland expansiv, was andere Fürsten beschnitt. Heinrich der Löwe wurde angeklagt, erschien allerdings nicht zur Verhandlung. Daraufhin wurde er geächtet. Das schien ihm aber egal zu sein. Nun drohte ihm die sogenannte Aberacht, eine Verschärfung. Zusätzlich wurde er wegen Verletzung von Lehenspflichten angeklagt. Im zweiten Prozess wurde auf einem Hoftag im Jänner 1180 ein Urteil gefällt. Beide Herzogtümer, Sachsen und Bayern, wurden ihm aberkannt. Im April 1180 wurde Sachsen geteilt. Der Westen Westfalen ging an den Erzbischof von Köln, der Osten Niedersachsen an Graf Bernhard von Anhalt aus dem Haus der Askanier. Bayern kam im Herbst an Otto von Wittelsbach. Die Familie hatte dieses Land bis 1918 inne. Sachsen ist bis heute zerschlagen. Zur Exekution des Urteils war ein Krieg notwendig. 1181 gab Heinrich auf. Er behielt nur seinen Eigenbesitz, musste allerdings in die Verbannung nach England. Aus dem Welfen-Eigenbesitz im Norden wurde schließlich das Herzogtum Braunschweig und Lüneburg.